ganz herzliche Grüße vom heutigen Großen Preis von Aserbaidschan, einem Rennen, in dessen kurzer Geschichte man schon so manches Drama erleben konnte und bei der erstaunlicherweise die vierte Startreihe eine besondere Rolle spielte. Denn Lance Stroll und Sergio Perez haben 2017 respektive 2018 aus eben dieser vierten Startreihe sich noch das Podest erkämpft. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie zwei DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo und Leclerc. Perez, Sainz, Vettel und Pierre Gasly. Tsunoda, Raikkonen, ein Aston Martin und Giovinazzi, Fernando Alonso, Ocon, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Mazepin und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein.
halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle... Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Wir machen gerade einen Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst.
sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ist angekommen. Bestätige. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Los, los, los! Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Es scheint ein Problem zu geben. Wir untersuchen es noch.
Schlechte Neuigkeiten. Wir haben ein Motorproblem.
So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Das ist für mich ohne Frage George Russell. Was für eine Leistung. Er kann zu Recht stolz darauf sein, was er heute da draußen vollbracht hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.
Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein.